Hier ist das Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen und dem Bericht aus Bonn. Guten Abend, meine Damen und Herren. Große Themen im Parlament, kleine Besetzung in den Abgeordnetenreihen. Heute im Bundesrat volles Haus. Mürrisch wurde der hochverschuldete Bundeshaushalt 79 abgesegnet. Dafür stoppten die Bundesratsherren das vom Bundestag bereits verabschiedete Namensänderungsgesetz. Nein, so heute der Bundesrat, nicht jeder Ehemann sollte den Mädchennamen seiner Ehefrau annehmen können. Wer in Ehren seine Silberhochzeit erdient hatte, der sollte gefälligst auf den Namenstausch verzichten. Klare Verhältnisse. Müller hat Müller zu bleiben, auch wenn seine Frau eine geborene von Müller sein sollte. Junge Paare übrigens sollen weiter tauschen dürfen. Ist hier nicht eine höchstrichterliche Entscheidung vonnöten? Wegen der Gleichberechtigung. Freitagabend, Bericht aus Bonn und seine Schlagzeilen. Mutmaßung, Wahlkampf um das höchste Staatsamt. Selbstdarstellung, Fragen zur Abrüstung an Außenminister Genscher. Risiko, Bund verbirgt Iran-Geschäfte. Nachgezählt, reicht das Lehrstellenangebot? Im Vorfeld der Bundespräsidentenwahl am 23. Mai erleben wir eine wahlkampfähnliche Auseinandersetzung um den möglichen Kandidaten der CDU-CSU, um Professor Karl Carstens. Das ist neu in der Bundesrepublik, wenn auch nicht sehr eindrucksvoll. Ohne Bundespräsident Walter Scheel zu fragen, haben SPD und FDP auf die ihm sichere Zustimmungswelle aus der Bürgerschaft gesetzt, um den Nachweis zu suggerieren, dass die CDU-CSU ja nur an einem politischen Posten interessiert sei und nicht an dem allseits anerkannten Amtsinhaber. Die Unionsparteien reagierten merkwürdig unsicher. Auch in ihren Reihen blüht Zustimmung für Walter Scheel natürlich. Der Bundespräsident trägt den Streit mit Fassung, denn nicht seine Würde steht auf dem Spiel. Cornelius Bormann, Mutmaßung. Letzte Vorbereitungen für den vielleicht letzten Staatsbesuch als Bundespräsident. In der kommenden Woche nach Österreich. Walter Scheel im Interview mit Österreichs Neuer Kronenzeitung. Österreich spielt eine hervorragende Rolle. Wieso? Als ein neutrales Land mit einer ausgeprägt dieser Neutralität dienenden Politik. So wie auch er sein Amt führt. Neutral, aber mit dem Versuch, zwischen den politischen Fronten zu vermitteln. Allen perfektionistischen Lösungen abholt, weil, darin ein Liberaler, wir immer nur Teilwahrheiten besessen. Letzte Vorbereitung auch von Karl Carstens für die letzte Auslandsreise als Bundestagspräsident, sollte er zum Nachfolger Walter Scheels gewählt werden. In der kommenden Woche nach Japan. Carstens im Gespräch mit Japans Botschafter in Bonn. Also, ich bin jetzt 64 und da meinen manche Leute, dass ich eigentlich schon reichlich alt sei, während das bei Ihnen absolut normal ist. Seine eigene Rolle sieht er immer mehr als erfahrener, älterer Staatsmann, über den Parteienstreit erhaben. Eine geordnete Gesellschaft als Ziel, weil darin eine konservative Ordnung die Voraussetzung für Freiheit sei. Bundeskanzler Helmut Schmidt, in Wahlkämpfermanier vergröbernd, charakterisierte Karl Carstens deshalb als Erzkonservativen ohne ein Verhältnis zur Arbeiterschaft und folglich ungeeignet als Staatsoberhaupt. Heute Nachmittag deckte der SPD-Parteivorstand diese harschen Attacken Helmut Schmidts. Wir sind der Auffassung, dass der Kandidat Carstens, der ja noch gar nicht offiziell Kandidat seiner Partei ist, sich der Kritik stellen muss und nicht den Anspruch hat auf den Respekt, den ein Bundespräsident, den jedes gewählte Staatsoberhaupt selbstverständlich verdient. Abendeinladungen durch Carstens, um sich der Unterstützung seiner Parteifreunde zu versichern, scheinen durch die SPD-Angriffe fast überflüssig. Denn nicht etwa eine Verunsicherung der CDU war Folge der Kritik, sondern im Gegenteil. Karl Carstens, obwohl nicht unumstritten in seiner Partei, kann nun mehr als bisher mit christdemokratischen Stimmen rechnen. CDU-CSU-Verärgerung über den Kanzler schlägt in stärkere Solidarisierung mit dem eigenen Kandidaten um. Und so hat die SPD, ohne es zu wollen, Walter Scheel geschadet. Er würde gerne ein zweites Mal amtieren. Aber die Mehrheit in der Bundesversammlung ist nicht so. Nur 504 Politiker stellen SPD und FDP, die CDU und CSU dagegen 531. Aber Walter Scheel möchte nicht auf ungewisse Überläufer bauen.
Sollte sie jedoch nach Probeabstimmungen bei CDU und CSU eine offene Mehrheit für ihn abzeichnen, dann würde Walter Scheel eine zweite Kandidatur ernsthaft erwägen. Und so scheint es, als zimmere er vorerst an einer anderen privaten Zukunft. Zum Beispiel als Verwaltungsratsvorsitzender des Germanischen Nationalmuseums in Nürnberg, gewählt für 9 Jahre, also bis 1987. Nach Überlegung bin ich zu der Überzeugung gekommen, dass dies eine Aufgabe ist, die auch einem im Amt befindlichen Bundespräsidenten sehr wohl ansteht. Walter Scheel ist der Kandidat der FDP. Aber so wie Scheel sich noch zurückhält, zögern auch die Liberalen, ihn förmlich zu nominieren. Ich gehe weiter davon aus, dass Walter Scheel eine Chance hat. Die Opposition muss wissen, wenn sie aufstellt, ob sie das auf Dauer für richtig hält, damit deutlich zu machen, dass ein guter Bundespräsident, der allseits geachtet worden ist, nicht wiedergewählt werden soll. Auf getrennten Sitzungen wollen die CDU und die CSU am 5. März testen, wie sicher die Mehrheit für Karl Carstens ist. Es ist dem Letzten inzwischen in der CDU-CSU und sicherlich der großen Mehrheit unserer Mitbürger klar geworden, dass die Diffamierungskampagne, die Verleumdungskampagne, die Herr Schmidt und seine Genossen jetzt begonnen haben, gar nicht Karl Carstens zum Ziel haben, sondern man will generell unmöglich machen, dass ein Repräsentant der CDU-CSU Präsident der Bundesrepublik Deutschland wird. Der eine möchte Bundespräsident bleiben. Der andere möchte Bundespräsident werden. Der eine hat eine auch von der Opposition anerkannte Amtsführung hinter sich. Der andere eine wahrscheinliche Mehrheit in der Bundesversammlung vor sich. Hinter Scheel steht die Zustimmung der Bevölkerung, hinter Carstens die Erwartung seiner Partei, das höchste Staatsamt besetzen zu können. Noch nie war die Entscheidung über einen neuen Bundespräsidenten so schwierig vorauszusagen wie dieses Mal. Das Amt des Bundespräsidenten, meine Damen und Herren, ist ein hochpolitisches Amt. Walter Scheel führt fast täglich den Beweis dafür. Sollte es aber nicht aus den Reizzonen der Politik, die ohnehin überall das Klima vermiesen, herausgehalten werden? Wo Machtfragen beginnen, hören Stilfragen offenbar auf. Nun aus Hamburg die Nachrichten. Die Kältewelle zieht nach Süden. Längs des Atlantik hat sie Spanien erreicht. Skandinavien, Großbritannien und die Benelux-Länder kämpfen gegen die chaotischen Folgen der Schneestürme. Der Süden Deutschlands blieb bisher verschont. In Norddeutschland hat sich die Situation weiter entspannt. In den Küstenländern waren heute wieder Soldaten und Zehntausende von Helfern an der Arbeit. Hauptaufgabe, die steckengebliebenen Fahrzeuge abzuschleppen und die verwehten Autobahnen und Fernstraßen befahrbar zu machen. Noch ist der Katastrophenalarm nicht aufgehoben. Die Krisenstäbe deuteten am Abend aber an, dass in einigen Gebieten das Fahrverbot in absehbarer Zeit aufgehoben werden kann. Auf der verwehten Autobahn Hamburg-Lübeck startete am Nachmittag ein erster Konvoi von 150 Fahrzeugen in Richtung Norden. Blutige Abrechnung im Iran. Die neuen Machthaber in Teheran ließen in der vergangenen Nacht mit 4 dem Schah ergebenen Generalen kurzen Prozess machen und sie sofort hinrichten. Diese Bilder bot das iranische Fernsehen heute über Satelliten zur weltweiten Veröffentlichung an. Die 4 Generale, ehemals führende Vertreter des Schah-Regimes, waren von einem islamischen Revolutionsgericht nach nur einstündigem Prozess zum Tode verurteilt worden. Begründung, sie seien Volksverräter. Am Prozess soll auch der Schiitenführer Khomeini teilgenommen haben. Die Verurteilten wurden an Ort und Stelle erschossen. Unter ihnen ist auch General Naziri, früher Chef der berüchtigten Geheimpolizei SAVAK. Verzicht auf Einmischung. Zum Abschluss seines Staatsbesuchs in Mexiko hat US-Präsident Carter seinen Gastgebern versichert, die Vereinigten Staaten würden künftig nicht mehr versuchen, auf die Ölpolitik des Nachbarlandes Einfluss zu nehmen. Zwar sei Washington nach dem Ausfall der Öllieferungen aus dem Iran dringend an Erdöl und Erdgas aus Mexiko interessiert, zugleich aber auch bereit, dafür einen fairen Preis zu bezahlen. Carter räumte ein, dass es zwischen beiden Staaten erhebliche Differenzen gegeben habe, die man nun erst abbauen müsse, ehe es zu gleichberechtigten Beziehungen kommen könne. Gegen die Verjährung von Mord. Entsprechend einem Gesetzentwurf der SPD-Bundestagsfraktion wollen jetzt auch 7 Abgeordnete der FDP für die Abschaffung der Verjährung stimmen. Die Gruppe werde sich voraussichtlich noch um mindestens 3 Abgeordnete erweitern. Auch die Zahl der Verjährungsgegner in der CDU-CSU-Fraktion soll auf rund 35 angewachsen sein. Bei der Entscheidung im Bundestag ist damit eine Mehrheit gegen die Verjährung wahrscheinlich geworden. 2,5 Jahre Freiheitsstrafe für Klaus Croissant.
Der frühere Bader-Meinhof-Anwalt erhielt außerdem 4 Jahre Berufsverbot. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass Croissant an inhaftierte Terroristen unerlaubte Informationen weitergegeben und so zur Vorbereitung von Verbrechen beigetragen hat. Urteil auch im Palmas-Prozess. Der Wiener Industrielle war im November von seinen Entführern gegen 4,5 Millionen Mark freigelassen worden. 3 österreichische Studenten wurden zu Freiheitsstrafen zwischen 5 und 15 Jahren verurteilt. An der Entführung sollen deutsche Terroristen maßgeblich beteiligt gewesen sein. Stahlarbeiterstreik in Frankreich. Zehntausende gingen heute in Lothringen auf die Straße, um gegen die Wirtschaftspolitik der Regierung in Paris zu protestieren. Den Streikenden schlossen sich aus Solidarität auch die Bergleute an. Die Demonstranten verlangten ein Ende der Betriebsstilllegungen und den Aufbau neuer Arbeitsplätze. Für mehrere Stunden blockierten sie sämtliche Straßen und eine Eisenbahnlinie nach Belgien und Luxemburg. Hans-Dietrich Genscher, meine Damen und Herren, hat zur Feder gegriffen. Nach Herbert Wehners Fußnoten zur Abrüstungspolitik des Auswärtigen Amtes, die Genscher vorübergehend als Fußtritt empfand, entfaltet er heute seine Abrüstungsstrategie. Und er zahlte heim, was ihn geschmerzt hatte. Auf 13 Seiten DIN A4. Das Schriftstück ist interpretationsbedürftig. Darum bemüht ist Ernst-Dieter Luk im Gespräch mit Hans-Dietrich Genscher. Selbstdarstellung. Was wollen Sie?